Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Armada Tidalwave. Tidalwave ist eine ziemlich geile Figur. Ich muss mich nur jetzt im Voraus schon gleich dafür entschuldigen. Ich habe die Raketen von Tidalwave hier vorne reinkommen. Leider während des Umzugs verlegt. Sehr schade, aber gut, können wir jetzt nichts gegen machen. Was ich euch an dieser Figur zeigen wollte. Die Figur ist ziemlich geil, sie ist freaky awesome, mir gefällt sie richtig. Diese Figur hat vier verschiedene Modi, was eigentlich ziemlich selten ist bei einem Transformers. Höchstens drei Modi, aber ich finde es ziemlich cool. Wir haben einmal bei Tidalwave hier einmal diese kleinen Fleets quasi. Ein Flugzeugträger und ein Kampfboot. So, diese drei Fahrzeuge lassen sich aber zu einem verbinden. Dazu gleich mehr. Jetzt zeige ich euch einmal hier. Dieses Boot sieht eher aus wie ein Dragflächenboot. Irgendwie. Hat hier Rampen zum Drauffahren der Minicons. Die könnt ihr hier oben befestigen, jeweils an vier Ports. Was diese Figur aber hat, naja gut, ich finde es jetzt ein bisschen schwachsinnig, aber ja, sie bietet es. Ihr könnt es aufklappen. Habt ihr hier nochmal wie so eine Art Transporter. Und um das zu verdeutlichen, dass es ein Transporter ist in dem Sinne, könnt ihr hier, finde ich ein bisschen komisch, aber wie gesagt, ist gewollt, Sitze runterklappen. Vier Sitze. Sehr lustig, das Detail. Aber irgendwie in meinen Augen schwachsinnig. Ihr könnt hier vier Minicons hinsetzen und die werden dann quasi damit transportiert. Ja, kommen wir zum zweiten Teil. Das zweite Teil ist dieser Flugzeugträger. Der Flugzeugträger hat hinten die Konnektoren, die quasi als Triebwerke dargestellt werden. Und er hat hier ein kleines Gimmick. Ihr könnt hier, genauso wie bei einem richtigen Flugzeugträger, quasi die Landebucht hochfahren. Und dann kommt der Minicon zum Vorschein. Der Minicon ist hier quasi in zusammengeklappter Haltung. Und den könnt ihr auch herausnehmen. Und den zeigen wir euch als nächstes. Ihr klappt hierzu einfach, um den auszuklappen, einfach mal die Flügel nach unten und das Cockpit zieht ihr nach vorne. Und schon ist es ein Jet. Ziemlich cool, dass ihr den so zusammenklappen könnt. Die Figur an sich ist auch sehr leicht verwandelbar, wie bei allen Minicons. Ihr klappt einmal nur die Flügel nach oben, klappt hier die komplett nach hinten. So, quasi wieder, als wenn ihr in das Fahrzeug hineinstecken wollt. Und dreht jetzt einfach nur die Beine nach hinten und klappt die Füße nach vorne. So, und jetzt klappt ihr noch die Hände herunter. Und auch wenn er sehr stocksteif aussieht, aber ja, so ist Ramjet quasi jetzt fertig verwandelt. Jetzt habt ihr den Robotermodus. Eine sehr schlichte minimalistische Figur, wo ihr nur die Hände quasi bewegen könnt. Und hier eine kleine Sitzposition, die aber auch sehr komisch aussieht. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu den nächsten Fahrzeug. Ich will den mal zusammenklappen, denn den brauchen wir gleich nochmal im Fahrzeugmodus. So, stecken wir zur Seite. Der nächste Modus ist quasi hier dieses Kampfschiff. Normalerweise, wie ich schon erwähnt habe, kommen hier eigentlich zwei Raketen vorne rein, die auch hier, ich zeige es mal kurz anhand des Kartons, hier vorne rausgucken. Oder auch hier. Oder auch da. Leider habe ich diese Raketen, wie gesagt, gerade verlegt, deswegen kann ich sie euch nicht präsentieren. Ja, die Figur an sich hat aber auch ein nettes Gimmick, also dieses Raumschiff. Ihr nehmt dazu diesen Minicon. Steckt den hier oben drauf. Jetzt könnt ihr diese Turrets nach oben klappen. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr diesen Minicon jetzt nach vorne dreht, die Turrets alle vier zur Seite bewegen. Finde ich ein sehr schickes kleines Gimmick. Gefällt mir sehr. Sie schnallen immer wieder in die Ursprungsposition zurück. Ihr habt auch hier diese kleinen runden Turrets, die ihr dran habt. Das sind Raketen-Turrets. Selbst die drehen sich in verschiedene Richtungen. Durch Zahnräder möglich. Finde ich, ist eine sehr geile Sache. Gefällt mir auf jeden Fall. Dadurch merkt man, dass er quasi eine wirklich waffenstotzende Plattform ist. Und auch von Details her gefällt er mir sehr gut. Auf
jeden Fall ein schönes Kampfschiff. Euer Fondor mit Konnektoren, Ports. Ja, und jetzt kommen wir mal zum ersten Feature dieser Figur. Ist ganz einfach. Ihr klappt dazu bei dieser Figur einmal das Board so zur Seite. Am besten erstmal so, ist eigentlich noch besser. Jetzt nehmt ihr hier dieses Schiff, die Konnektoren klappt ihr nach außen und steckt sie hier herein. So, das erste Verbund fertig. Jetzt nehmt ihr hier das dritte Teil, klappt es auseinander. So. Und steckt das hier unten hinein. So. Jetzt klappt ihr das hier heran. Und ihr habt hier solche kleinen Haken. Die müssen quasi hier eingehakt werden. Und schon habt ihr Tidal Wave als kompletten Flieger, Boot, Raumschiffmodus quasi, wie auch immer, fertig. Eine ziemlich freaky, awesome Figur mit einem saugeilen Fahrzeugmodus, gefällt mir. Das Einzige, was diese Figur leider hat, was mir nicht gefällt, ist, dass sie hier so ein bisschen durchhängt. Das Einzige, was mir nicht so gefällt. Ja, die Figur hätte natürlich jetzt noch mehr hergemacht, wenn die Waffen hier vorne rausgeguckt hätten. Leider habe ich das jetzt gerade nicht hier. Ihr könnt dann aber auch, wie gesagt, hier überall diesen Minicon quasi befestigen und den Flugzeugträger quasi damit zeigen. Ja, ich stelle die Figur aber jetzt erstmal zur Seite. Achso, und sie hat Räder und fährt auch richtig. Ich klappe jetzt erstmal kurz das hoch und stelle sie mal zur Seite. Denn ich möchte euch jetzt erstmal den Karton zeigen. Wir haben einmal hier unten die Funktion, die ich euch vorhin gezeigt habe, mit den Turrets. Wo ihr quasi seht, was er für eine Funktion hat. Bringt den Minicon Ramjet an, um die rotierenden Geschütze zu aktivieren. Dann haben wir unten einmal den großen Tidal Wave als Fahrzeug abgebildet. Ramjet. Natürlich dann hier noch einmal Tidal Wave im Robotermodus, den ich euch gleich zeigen werde. Ist auch gigantisch. Dann habt ihr hier oben, wie gesagt, die drei einzelnen Fahrzeuge. Und hier erinnert sich damit die ganzen Gimmicks. Da steht es, durch den Hebel öffnet sich die Luke und gibt quasi den Minicon frei. Hier aufklappbare Sitze und hier zwei startbare Raketen. Ja, und hier steht es auch, kombiniere die Dark Fleet Wasserfahrzeuge und baue den Tidal Wave Schlachtschiff. So, und hier haben wir einmal, was ich ziemlich geil finde, Galvatron aka Megatron kann mit Tidal Wave zu einem Kampfmodus zusammengeschlossen werden. Kombiniere die Dark Fleet Fahrzeuge mit Galvatron oder Megatron. Das zeige ich euch auch gleich. Was ich ziemlich auch cool finde, man sieht auch hier nochmal ganz groß Minicon Power Links, so hieß diese Funktion, um quasi die kleinen Minicons zu verbinden. Ja, die Figur hat an der Seite eine ganze Menge Text. Die Roboter der Autobots und Decepticons kämpfen um die Herrschaft über ihren Heimatplaneten Cybertron. Eines Tages entdecken sie durch ein Signal einer anderen Welt die Existenz der Minicons. Ein Roboterstamm mit mächtigen Fähigkeiten. Nun hängt das Schicksal der Erde und des gesamten Universums davon ab, welche Roboter sich mit diesen kleinen Maschinen verbünden werden. Die heldenhaften Autobots oder die gefährlichen Decepticons. Ziemlich cool gemacht. Auch hier natürlich ein Comic mit drin und Sticker. Und hier unten haben wir einmal Tidal Wave abgebildet. Das große Armada-Logo. Hier außen haben wir auch nochmal Tidal Wave abgebildet, wie er quasi in der Serie aussah. Auch ziemlich cool hier mit den Raketenwerfern. Und hier unten mit dem Comic. Ja, und die Figur hat mich damals, ich sehe gerade, ich habe zum Glück noch den Preis dran, hat mich damals 34,99 gekostet. Kein günstiger Preis, aber ich habe ihn bekommen und bin ganz stolz darauf. Ja. So, jetzt klappen wir, oder wir stellen einfach mal den Karton ganz zur Seite. Denn jetzt wird es ein bisschen gigantisch. Ich mache einmal den Minicon ab. So, der sogenannte Robotermodus. So, wir klappen einmal, wie gesagt, die Flügel nach oben. Lösen hier an der Seite die Beine. Drehen die erstmal in diese Position.
So, dann lösen wir hier vorne dieses Mittelteil einmal in der Mitte komplett auf. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus. Und jetzt drehen wir die Teile auch nach oben. Jetzt haben wir quasi Tidal Wave wie ein großes H. Ist aber richtig. So, jetzt musst du mal gerade sehen, ich habe den Konnektor falsch dran gemacht, falsch rum. So. Okay, jetzt sieht es nämlich von den Details hier besser aus. Die Schrauben gucken nicht mehr nach vorne. So, wie war es? Ah ja, genau. So ist es schon richtig. Jetzt drehen wir einmal die Beine so herum. So. Öffnen jetzt hier unten die Füße. Jetzt haben wir quasi den Fußmodus schon fertig. Klappen jetzt die Arme komplett herunter, dass sie hier an der Seite einrasten. Drehen jetzt die Arme zur Seite, klappen die nach oben. Drehen die Daumen nach oben. Die Finger klappen wir herunter. So, und jetzt haben wir quasi die Arme fertig. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, die Arme eher so zur Seite machen. Das ist euch überlassen. So, jetzt dreht ihr, dazu müssen wir das nochmal ein bisschen öffnen, den ganzen Brustkorb einmal herum. Jetzt wieder runter. Und ziehen den Kopf nach außen. Kopf ist ziemlich cool gemacht, mit kleinen Raketenwerfern hier an der Seite, die nicht drehbar sind leider. Ja, ansonsten ziemlich cool, wie gesagt, auch das Decepticon-Logo ganz groß am Brustkorb. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, den Minicon hier vorne zu befestigen. Ja, und ihr seht, die Figur ist einfach gigantisch. Wenn ich jetzt einfach mal einen Megatron daneben stelle, seht ihr, die Figur überragt ihn bei Weitem. Die Figur ist ungefähr ja einen Kopf kleiner wie Primus oder ja dreiviertel so groß wie Unicron. Das ist ziemlich geil. Ja, das ist wie gesagt der Robotermodus. Ziemlich cool. Wie gesagt, der passt schon gar nicht mehr ins Bild. Ich habe dann hier die Figur vom Rücken her sehr minimalistisch, hat aber trotzdem sehr viele Details. Hier seht ihr auch die Konnektoren später dann quasi für Megatron. Ja, um ihn jetzt mit Megatron zu verwandeln, klappen wir den wieder zusammen. Nehmen hier die Arme einfach mal ab. So, klappen das wieder zusammen. Nehmen jetzt die Beine ab. Den Kopf klappen wir wieder ein. Klappen das einmal wieder so zusammen. Drehen den Brustkorb so zusammen. Jetzt klappen wir hier die Arme, hier diesen Konnektor heraus. Das gleiche hier. Und den Konnektor rausklappen. Das ist ganz cool, denn der Turm des Flugzeugträgers geht quasi nach unten. Und hier klappen wir die Füße wieder zusammen. Und drehen das einmal so herum und nach oben. Das wird quasi das Jetpack. So, die Flügel natürlich noch nach unten. Ne, will irgendwie heute von den Gelenken her nicht. So, jetzt nehmen wir Megatron. Ziehen einmal den Oberkörper nach oben. Die Arme klappen wir zur Seite. Drehen das Turret nach vorne. Klappen den Körper wieder nach unten. Drehen das Turret nach vorne. Die Raketen können wir auch nach vorne drehen. So, jetzt können wir die Arme befestigen. Da muss ich gerade mal überlegen. Ah ja, genau. So, der kommt hier dran. So, Nummer 1. Nummer 2. Ihr habt hier noch so kleine Löcher, damit werden die Konnektoren der Minicons quasi mit verbunden. Jetzt einmal hier unten zuklappen. So. Und jetzt einmal hier hinten nochmal hochklappen. Und ihr habt jetzt hier quasi dieses Gelenk, damit wird es quasi miteinander verbunden. So. Und schon habt ihr das Jetpack vom Megatron hinten dran.
Und schon habt ihr den Combiner-Modus von Megatron und Tidal Wave. Die Arme sind sauschwer. Nicht wundern, dass ihr sie nicht richtig zusammenklappen könnt. Es ist leider so. Die Figur ist einfach jetzt eine waffenstrotzende Plattform. Finde ich schon ziemlich cool. In der Serie schießt er quasi aus den Armen dann quasi wie so eine Art Laser. Ja, hier vorne schießt er, überall schießt er. Und auch hier überall mit den Waffen. Und er hat natürlich auch hinten das Jetpack ganz groß. Hier oben mit den Raketenwerfern drauf. Und ja, mit den Düsen hier unten. Die könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, hier auch nochmal öffnen. So, macht vielleicht ein bisschen mehr her. Ja, ziemlich cool. Zwar ziemlich bulky, ziemlich steif, ziemlich fest, ziemlich groß. Ziemlich, was weiß ich, ja, schwer zu handeln. Die Figur wiegt mehr als ein halbes Kilo. Ich würde so sagen fast ein Kilo, denn sie wiegt fast so viel wie eine Literflasche. Echt übel. Trotzdem ziemlich geil. Die Figur Tidal Wave im Fahrzeugmodus ist zwar ein bisschen lapprig. Trotzdem würde ich ihr volle 10 von 10 Punkten geben. Im Robotermodus ein bisschen eingeschränkt von der Bewegung, weil sie sehr steif ist. Trotzdem auch hier 10 von 10 Punkten. Und dass sie den Combiner-Modus und auch den einzelnen Fahrzeugmodus mit den drei Einzelfahrzeugen bietet, auch nochmal volle 10 von 10 Punkten, macht eine Gesamtwertung von 10 von 10. Super geil, auch von Details her. Gut, Details könnten vielleicht ein paar mehr Silber-Details oder goldene Details vertragen. Es fehlt leider hier. Ansonsten trotzdem ziemlich cool. Ich würde sagen, die Figur hat, wie gesagt, volle 10 von 10 Punkten verdient. Ich finde sie ziemlich geil. Ja, so viel dazu. Das war mein Review für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Review. Ich wünsche euch was. Euer Rexfor.